Willkommen zurück zu DOS 2, hier im hitzigen Gefecht diesmal, gegen irgendwelche drei Feuerskelette. Wie heißen die? Das will ich gar nicht wissen, wie die heißen. Wie heißt der? Incandescent Decapitator. Incandescent Marksman und Incandescent, vermutlich, Scorcher. Also einer, der uns verbrennt, einer, der uns den Kopf abreißt und einer, der auf uns schießt. Alles klar. Ich kümmere mich um den Bogenschützen. Konrad ist auch dabei. Hallo. Moin. Der kümmert sich, ich gehe mal davon aus, dass er sich um den Scorcher kümmert, weil der gerade bei ihm steht, aber irgendwie wird er das schon hinkriegen. Ich laufe hin und hau ihn. So einfach ist das. 3 AP, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich durch Feuer laufe, das sehen wir dann. Haha, so, der hat noch 20 Rüstung. 20 Rüstung, das ist ja richtig blöd. Battlestomp macht 21 bis 24 physischen Schaden. Dann kann ich den doch schon knocken. Ist doch gut, oder? Ja. Und er macht plus 2 bis 3 Air Damage. Wegen des Dolches, ne? Ja. Und von hier treffe ich auch sonst niemanden anders mehr. Oder kann ich mich für 0 AP noch bewegen? Ich kann mich noch für 0 AP bewegen ein bisschen. Kann ich mich theoretisch so hinstellen, dass ich den anderen auch noch treffe, glaube ich. Mach das bleib mal stehen. Nee, bleib mal stehen. Verbrennst du, wenn du durchs Feuer läufst. Okay. Dann battlestompe ich ihn einfach weg. Ja. Wenn ich dabei dieses Fass unten erwische, ist das nicht so gut, oder? Das rote explodiert Ölfass? Explodiert wahrscheinlich, aber probier's mal. Aber das heilt die dann ja, ne? Das ist ja Öl und Feuer. Das wollen wir eigentlich nicht, ne? Ja, vermutlich nicht. Ich hau mal lieber nicht da drauf. Die haben übrigens eine Poison Immunity von 100% nur. Ja, nicht 200%. Genau, Poison heilt die nicht, aber Feuer. Und im Moment, wenn man Poison macht, wird das doch entzündet sich das doch sofort, oder? Ach so, mache ich jetzt noch Restoration auf den drauf? Ja, das ist die Frage. Weil ich noch einen AP habe, oder mache ich das auf wen anders noch? Ah, die sind trotzdem undead, also du kannst sie trotzdem... Kannst du ruhig trotzdem noch machen. Mach das ruhig auf den hier unten noch. Okay. Restoration auf den Scorcher. Ach stimmt, der ist ja auch physisch. Ja, dann müssen wir jetzt eigentlich auch noch aufpassen, dass der Typ den anderen, dass der in der Mitte nicht stirbt? Das weiß ich nicht. Alter. Also sieht irgendwie spannend aus, was hier passiert. Ja, ich bin halb tot. Du bist wirklich halb tot, das ist wahr. Nice, schon mal genockt. Wenn du irgendwas hast, was Wasserschaden macht, ne? Ja. Kriegst du einen dicken, dicken Bonus. Ja, ich krieg den aber leider nicht klar in den Kollegen. Ach, ich bin dran. Ja, Bogenschützen. Der 218 Leben. Ich glaube, ich hau einfach auf ihn drauf, ganz normal, oder? Aber ich will ja auch eigentlich mal meine Hörner ausprobieren, ne? Wie war das denn? Bitte? Magnificent horns sprout from your forehead, making you see red. You can rush at your enemies and gore them. Increases retribution ability by one for the duration. Incompatible with Medusa Head. Das hat Cooldown 6, kostet aber kein AP. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Soll ich das einfach mal einsetzen und wir sehen, was das macht? Ja, mach.
So, Bull Rush. Ich habe wirklich so Hörner jetzt auch auf meinem Kopf. Sieht richtig lustig aus. Mache ich jetzt mehr Schaden, wenn ich ihn einfach nur angreife, oder mache ich jetzt durchlaufen? Ich habe keine Ahnung. So, was haben wir denn noch Neues? Also Bouncing Shield brauche ich, glaube ich, noch nicht jetzt für den hier. Obwohl das auch nur zwei Züge Cooldown hat. Das kann ich eigentlich für den jetzt benutzen und dann habe ich es für den nächsten trotzdem wieder, ne? Dann aber auf den, wenn du an den rankommst. Auf den, der genockt ist gerade? Ja, weil den anderen wollen wir ja magisch kaputt machen, der unten ist. Nee, ich meinte den Bogenschützen jetzt eigentlich. Dachte, ich kümmere mich erst um den. Wie viel Schaden macht das denn? 43 bis 47. Ja, dann kannst du es auch machen. Und dann... Du kannst den ja aber noch knockdown, oder? Also wenn du den mit dem Schild angreifst und den mit deinem, nicht Battle Stomp, sondern das andere umhaust, dann friere ich den anderen ein und dann kommen die nicht so oft dran. Okay. Ja, dann mache ich jetzt den Bouncing Shield auf den Dude da unten. Das macht jetzt mehr Schaden, ne? Plus 20% Damage, jetzt steht das da auch. Das ist ja total super. Denke auch. 40 plus... plus 8, also ungefähr 50 Schaden müsste das dann machen. Ja, dann mache ich das jetzt mal, das ist doch super. Bam! 52 Damage, Alter, richtig heftig. Und das hat mich dann ja auch noch geheilt, krass. 34 hat mich das geheilt. Ich bin unbesiegbar, ey. So, Crippling Blow lohnt nicht, Whirlwind lohnt nicht. Das heißt, ich mache noch einen normalen Angriff und dann stun ich ihn, richtig? Ja. Also, Attack. So, und Battering Ram. Wohin? Irgendwo neben ihn da. Bam! Haha, du Lusche. Der will auf dich gehen, das ist natürlich... Ja, eigentlich ist das gut. Du heilst dich ja auch, wenn du ihn haust. Wechselst du im Kampf eigentlich immer in diese Top-Down-Perspektive, oder...? Öfter mal, ja. Okay. Ich habe das bisher noch nie gemacht, ich mache das jetzt einfach mal, um zu gucken, wie das so aussieht. Also es kommt auf die Attacke an, die ich schieße. Ah, du hast ihn schon gekillt, krass. Das heißt, wir sind ja als nächstes wieder dran. Kannst du ja theoretisch sogar Punkte sparen. Falls du den noch knockdown kannst oder sowas. Hast du den gerade zu mir geportet? Ja, ich denke, du willst mal deinen... Ja, auf jeden Fall, den Whirlwind Blow. Oder wie der heißt. Oh, cool! So, und jetzt? Bitteschön, der Rest ist für dich. So, jetzt bin ich dran hier. Aber was haben die denn jetzt überhaupt? Du hast dich doch schon wieder fast gekillt, oder was? Der ist wirklich fast tot. Und der Marksman ist dann danach quasi tot. Ja, dann mache ich jetzt meinen Whirlwind. Ja. Sehe ich denn, wen ich alles treffe? Ich habe keine Ahnung. Was wähle ich denn als Target aus? Ja, den Dude. Bam! Hast du das gesehen? Den einen nicht getroffen. Den einen habe ich nicht getroffen, ne? Wie kommt das? Verstehe ich noch nicht. Passiert. Ja, das üben wir noch. Crippling Blow. Macht auf jeden Fall viel Schaden, dann nutze ich den jetzt ja auch, ist ja klar. So. Restoration ist noch nicht wieder ready. Was haben wir denn hier noch? Bull Rush. Bull Rush ist ein Skill! Rush at your enemies, dealing 27 through 29 physical damage, plus 2 to 4 air damage and setting bleeding. Das benutze ich. Immunity to bleeding. Ist egal, ich will diese Attacke einmal gemacht haben. Aber wo kann ich jetzt hin? Target ist blockt. So. Dahin treffe ich den dann überhaupt? I don't know. Ja, ich habe ihn getroffen, oder? Ja. Nice.
Okay, das hat Cooldown eine Runde. Das ist ja mega gut. So, Enrage lohnt sich jetzt noch nicht. Wie viel Leben hat der Dude noch? 146. Benutze ich jetzt Adrenalin, um ihn zweimal anzugreifen? Ja. Ja, bestimmt irgendwie, bestimmt schon Sinn oder so, keine Ahnung. Moskitoschwarm macht viel zu wenig. Boah, 35 bis 40 Damage? Wir hatten Level Up zwischendrin. Das macht ja mehr als ein normaler Angriff, dann benutze ich das doch auch, oder? Macht das? Was macht denn normale Angriff? Weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Also das hat jetzt wie viel? 35 bis 40 oder so war das? Und ein normaler Angriff macht... 59. Okay, dann ist ein normaler Angriff ja doch stärker, alles klar. Der hat mir Damage gemacht. Auf ihn! Der ist jetzt, ich sehe jetzt nicht, dass der noch eine Bedrohung ist im Moment. Deiner. Ich hau ihn kaputt. Ich habe noch mit meinem Schild auf ihn geworfen. Das war natürlich völliger Quatsch. Oh, Explosive Arrows hat der, nice. So, dann kann ich ja jetzt nochmal quicksaven. Wir haben ja den Kampf geschafft. Wo ist denn der andere Dude? Den, wieso habe ich den nicht gelootet? Du lootest den, ne? Ja. Sehr schön. Fällt mal mit dem Historian. Ja, ich muss auch gerade gucken hier, was hier noch ist. Hier diese Pflanze zum Beispiel. Green Noxious Bulb. Die kann man bewegen. Kann man die auch mitnehmen? Oh. Sorry, Sir Laura. Okay, wir haben alles gelootet hier, ne? Dann können wir ja wirklich mal mit dem reden. Skull Pile. Leer. 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 Wie komme ich denn da hoch? Cool. Kannst du nicht so mit ihm reden? Das ist ja ein bisschen unpersönlich, oder? Na gut. Also, Historian. Ich rede jetzt mit dir, hallo. Gut, das ist ja vielsagend. Ja, dann Regen, oder was? Was? Ich kann den aufheben? Nee, ich bin gerade bei Candles, glaube ich, okay. Soll ich versuchen, den mal Magic Armor zu geben? Ja. Frost Armor. Ja, bringt nicht viel. Vielleicht müssen wir ihm das Höllenfeuer lassen. Und dann heilen? Oder wir müssen Blessing Water oder sowas arbeiten? Also einfach irgendwie Regen auf ihn casten, bringt nichts. Hast du vorhin schon gemacht im Kampf auch, oder? Kann es nochmal machen. Ich glaube nicht, dass es das bringt. Ja, wahrscheinlich muss man irgendwie noch eine Art Rätsel hier drin lösen, in dieser Ruine. Was ist eigentlich dieses, dieses Zeug, auf dem ich jetzt stehe? Irgendwie sieht das aus, als würde man in den Nachthimmel gucken, wenn man da reinguckt. Das ist Source. Das ist Source, okay. Verstehe. Huch. Wo bist du denn jetzt unterwegs? Also Gareth habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber vielleicht ist Gareth ja der Historian, das weiß man noch nicht. Also ich weiß das zumindest nicht. Hey, mach nicht regenerieren auf den, der ist ein Untoter.
Entschuldigung, Untoter. Es sei denn, du willst ihn umbringen, dann macht das natürlich. Nee, du hast nicht gesehen, dass es ein Untoter ist. So, ich sehe jetzt noch nicht, warum ich mich dahin porten wollen würde. Was ist das hier? Jimfred. Was ist denn Jimfred? Das ist auch ein Torch. Was soll das Jimfred ist? Ich teleportiere mich da mal rein. Guck mal, ob Jimfred irgendwas Nettes ist. Nein. Jimfred. Skeletal Cat. Das sind aber keine NPCs, oder was? Bin verwirrt. Hier ist wieder so eine verschlossene Tür. Ja, ich kann noch eine öffnen. Einen Schädel habe ich noch. Ja, brauchen wir ja im Moment noch nicht. Ich weiß nicht, ich würde den im Moment noch sparen für... Oh, hier hätte man hochklettern können. Von der anderen Schatztor aus, von der gekursten. Moment mal. Da ist gerade kein Curse drauf. Den sehe ich aber nur nicht, weil ich zu weit weg bin, oder? Wenn ich jetzt zu dieser gekursten Schatztruhe gucke. Ich gehe einfach mal kurz hin. Man weiß ja nie. Okay, da ist noch Curse. Ja, verstanden. Wäre ja auch komisch gewesen, wenn nicht, ne? So, Skeletal Cat Empty. Jimfred. Schwung. Oh, Jimfred hat einen Crumbling Skull und Gold. Das heißt, ich kann wieder einen einsetzen, ja? Wo bist du jetzt? Ja, ich bin irgendwo hier. Siehst du auf der Minimap? Ich bin gegenüber von dir quasi. Dann komm noch mal hier rein. Ich bin hier gerade die Tür offen. Achso, ich kann ja auch warten, lass einfach. Ich kann es auch anders machen. Also wir sind jetzt einmal komplett durchgelaufen, ne, durch dieses Ding. Hier ist noch eine Giftfalle, die ich benutzen kann. A trap. Better give it a wide berth. Ich kann hier noch eine Tür öffnen. A trap. Better give it a wide berth. Oh, hier ist eine Schatztruhe. Haha! Unidentified Two-Handed Mace! Konrad! Und ein Magical Metal Shield. 200 Gold. Adrenalin Skillbook. Medium Fire Resistance Potion. Das ist eine gute Kiste gewesen. Diese Fire Skulls, die machen irgendwie nichts Sinnvolles. Da jetzt noch irgendwas Interessantes? Oh, eine Statue eines Tyrants. Bist du jetzt zugange? Da. Ist da jetzt noch irgendwas bei dir Sinnvolles? Mhm. Weil wenn man jetzt auf die andere Seite geht, also hierhin quasi, dann ist man durch das Labyrinth durch. Also als ich rein teleportiert wurde, bin ich hier gespawnt an dieser Tür, wo ich jetzt stehe. Und da kann man noch rein, dann ist man in dem Tower von Brachos Rex. Ich weiß nicht, was die Statue macht. Soll ich die mal benutzen? Das mache ich gerade. Achso, dann kann ich dir zuhören, ne? Geht das? Listen. Another crawling rat tracking your stinking paws beneath my nose. Vermin are tolerated in my house. Be gone. Okay. Keine Ahnung. Do not doubt my power. I merely wish you gone. You are gone. Be gone! Teleportiert er dich jetzt weg? Ja. Ha, wo bist du jetzt? Ja, halt wieder am Anfang, ne?
Oh nein. Gar nicht so schlimm, ich habe ja noch ein. Kann auch eine Tür öffnen. Das ist nicht so schlimm. Ich habe noch einen Crumbling Skull gefunden. Ich würde ja gerne das letzte Portal nochmal, weißt du? Das würde mich ja doch nochmal interessieren. Und natürlich, wie wir den Historian da irgendwie befreit kriegen. Ich bin jetzt gerade hinter dem Tower. Da geht's auch noch ein bisschen lang. Also vielleicht, bevor wir in den Tower reingehen, können wir nochmal dahinter nachgucken. Death awaits beyond this point. Ja, du bist jetzt einmal um den Tower rum, da ist noch eine Kiste, genau. Genau, aber hinter dem Tower geht's auch nochmal, da kann man noch irgendwie so Roben, nee, wie heißt das? Vines, Ranken runterklettern. Oh, hier ist ein Schild, warte. Was bedeutet das, wenn ich jetzt Use mache? Was macht er jetzt? Er spaziert ganz gemütlich weg. Ja, dann lass uns da mal runterklettern. Ja, warte, ich benutze gerade irgendwas. Kannst du mal ein bisschen vorgehen, wenn du willst. Ich guck mal, ob ich dieses Schild benutzen kann. Ich will ihn gerade nicht unterbrechen. Aber wo unterbrechen? Wenn ich das gemacht habe, machen wir, glaube ich, mal ein Folgenpäuschen. Oh, eine Falle hast du ausgelöst. Genau, dann kommen wir nur unten bei der Dings wieder raus, bei der Kiste. Ach, da ist gar nichts anderes mehr. Das sehe ich jetzt nicht. Hä, habe ich jetzt nichts gemacht? Scale Gloves. Death awaits beyond this point. Ah, Death awaits beyond this point, sagt das Schild. Ja, hinter dem Tower ist nichts mehr. Ich denke, da können wir Folgenpause machen und dann in den Tower rein, oder? Ja, würde ich auch sagen. Oh, da ist noch ein Schild. Kann man schnell zu dir? Kann man das auch lesen? Death awaits beyond this point. Jo, also wir werden da drin sterben, sagt das Ding. Ja, gut, dann schauen wir da nächstes Mal mal rein, würde ich sagen. Das machen wir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.